Ja, liebe Leute, mit einem Blick auf die Tabelle geht es heute weiter mit dem Duell in Augsburg. Da wollen wir heute ran. Werden wahrscheinlich gleich die Tabelle bereinigen. Das heißt, wir sind wahrscheinlich für. Und dann kommt schon Bielefeld als nächstes, okay? Shelburne will De Vries haben. Aber sie werden nur eine Zwei-Jahres-Leihe bekommen. Ich werde die Spieler nicht fix verkaufen. Zumindest ist das der Plan. So, gehen wir rein. Überhaupt, wir lassen die Pressekonferenz sein, wie sie ist. Wir werden auf jeden Fall mit der Startelf hier unten rechts zu sehen spielen, mit Morgalla in der Innenverteidigung, weil Kakutalua auch mehr zu viel Gelb gesehen hat. Also Fakt ist, dass wir noch einen Innenverteidiger brauchen. Ich bin mit beiden Innenverteidigern wenig zufrieden. Morgalla ist eigentlich ein super deutsches Talent, aber total toll, aber nee, passt nicht irgendwie. Staffelidis soll hoffentlich ein bisschen die roten Positionen bekleiden. Und Aubameyang hat sich im letzten Spiel rauskristallisiert. Das funktioniert da vorne drin, auch wenn der Kerl schon 35 ist. Ich habe mir ja von den freien Spielern verpflichtet. Weil einfach nur ein musste ein Brecher sein. Naja, gucken wir mal, aber was wir jetzt hinkriegen. Jetzt Augsburg schlagen und dann hoffentlich zum Top-Duell gegen. Ernsthaft? Leeres Tor und so? Jetzt gegen zwei. Jetzt durfte ich nicht abschließen. Egal. Leider nur D. Aber ich hab's geschafft. So. Es ist aber nicht klar, wen wir hier heute besonders im Auge behalten werden. Als Topscorer der Liga will er natürlich auch heute wieder zuschlagen. Ist im Moment richtig gut drauf. Gleich geht's hier los. So. Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel. Ich begrüße Sie aus der WBK Arena. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte ein tolles Spiel werden. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. So, gut. Schauen wir mal, wo unsere Truppe heute mit, wie gesagt, das Glück, was wir aus dem Union-Spiel mitgenommen haben. Aus dem Hertha-Spiel mitgenommen haben. Und was heute auch wieder auf den Rasen bekommen. Geht gleich los. Spieltag Nummer 6 in der Fußball-Bundesliga. Da kommt der Anpfiff. Mit dem Duell beim FC Augsburg. Sterner. Der fehlt halt, der fehlt doch das halt entscheidend, das Tor, ne? Schön. Ja, schön. Eckhoff. Tolle Parade. Und die erste Chance hat. Damit ist diese Szene. Bayreuth, das ist übrigens ein Derby, mehr oder weniger. Es ist ja. Immer noch 0-0. Bundesland-Derby zumindest. Bayreuth gegen den FCA. Sie greifen an, man spürt diesen Schwung, wollen sie jetzt auch vor dem gegnerischen Tor nutzen.
Die Tabellenspitze ist in Reichweite für die Gäste, aber dabei sind sie natürlich auch ein wenig auf fremde Hilfe angewiesen. Und das wäre ein wichtiger Erfolg. Ja, aber das war. Die Saison ist noch jung. Wollte ich sagen, wer hat damit gerechnet, dass wir um die Spitze mitkämpfen? Ulrich. Ah, zu lang. Aber er kommt vorher an den Ball. Viel zu lang gespielt. Ortega. Arne Meyer. Seferovic. Das hat er geahnt. War geiler. Super gemacht. Aufgepasst. Nicht immer nur drauf auf den Jungen, sondern auch mal lobben. Oh ja, da merkt man, wie die Fans durchatmen. Das hätte gefährlich werden können. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Na, Bayern, Torschütze klar. War Marcel Sabitzer. In Bielefeld. Deswegen war der Sieg dann heute sehr, sehr wichtig. Den Ball an der Abwehr vorbei. Ja, und das Tor haben sie natürlich super gemacht. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 18 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. So viel Leder ist jetzt hinterher. Der gegen seinen ehemaligen und den Harrer. Gutes Tackling, das war wichtig. Ich glaube, das ist jemand, der so ein Spiel entscheiden kann. Was erwartest du? Naja, Wolf, hast du auch gesehen. In der Liga hat er immer getroffen und das erwarte ich heute auch von ihm. Diese Torgefahr. Staffi Lies. Dieses Boden macht. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Eckloff. Jetzt die Möglichkeit. Und jetzt ist es das Einzige. Man hat definitiv erzwungen. So, kurz nachdem die Bayern gegen die Herr Berlin gegen Bielefeld in Führung gegangen sind, führt Bayreuth nun auch mit 1 in den FCA. Und das ist nicht zu übersehen, da sind sie viel zu passiv. Sterner und Eckloff. Müssen irgendwie doch den Ball da aus dem 16er kriegen. Mit Tor Nummer 5 in dieser Saison. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Top-Verpflichtung auf jeden Fall. So teuer war der gar nicht hier. Der hat, glaube ich, auch nicht mal 1 Million gekostet. Der hat, glaube ich, auch nur 500.000 oder so gekostet. Pass kommt nicht an. Damals in der dritten Liga. Den musste ich unbedingt haben. Heute macht er seine Tore. Ulrich. Ja, sehr dribbelstark. Boah. Macht das richtig boah. Da hat er die Chance. Boah. 2:0. Doppelschlag. Da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. 2 Tore Führung jetzt. Nach seiner Verletzung scheint er wieder da zu sein. Nachdem für seine Verletzung und dem Ding gegen Union führt man sie jetzt auf jeden Fall in Augsburg mit 2:0 nach 35 Minuten. 2:0 sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Der Torschütze heißt Bernardo. Da hat er sich durchgesetzt mit einem schönen Dribbling. Und dann fällt auch dieses Tor. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Pippi. 37 Minuten sind gespielt. Pippi, Norbert! Damit hätten sie hier wieder rankommen können. Seferovic. Wenn sie solche Chancen nicht nutzen können, ja, wie wollen sie zurück in die Partie kommen? Nun Aubameyang. Aubameyang verliert den Ball. Ja, der hat den... Beide richtig durchbekommen. Arne Meyer. Seferovic. Starke Szene, er holt sich den Ball. Schellerup. Kollegen bieten sich an. Gegen Hickey vorbei. Der geht aber hinterher. Niemand kann ihn vom Ball trennen. Und dann ist Pause. Die erste Hälfte ist vorbei. So, 0:2 der Pause, der FCA liegt also hinten. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Also, schauen wir mal, was in der zweiten Halbzeit jetzt gleich bringt noch. Nee. Das macht er gut. Ah, schön gemacht vom Norweger hier. Nur noch der Torwart vor sich. Und so ist es. Und
Ah, den muss er, den wollte ich doch rüberlegen. Was für ein Duell. Nervenball, das war eine Glanzdart. Den wollte ich noch schön darüber legen. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für den FC Augsburg. Dann geht es auswärts gegen Leipzig. Ja, weh. Und da dürfte uns doch einiges geboten werden. Den Zweikampf führt er sehr gut. Schön. Gut durchgesetzt. Aubameyang zweimal vorbei. Aubameyang, ist es das? Super gehalten. Kriegen die Bälle nicht durch. Also wir kriegen die durch, aber dann musst du eigentlich hier das Zweite machen. Den Roberto machen. Torres. Ja, wird Einwurf geben, kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. No one. Da ist aber Kane mit dabei. Kurze Hereingabe. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. War dann doch zu unentschlossen. Schade. Komm, Leo. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und Jonas Sterner, der Tempo hat. Der muss aber gerade abbrechen, muss hier. Jetzt Staphylidis. Staphylidis. Zieht ab. Ball wird abgeblockt. Schiri, da war doch ein Handelfmeter, oder nicht? Schönes Pressing jetzt. Redmond. Also Bayreuth muss hier irgendwann mal das 3-0 machen. Er geht dazwischen. Frage, kriegen wir noch einen Elfmeter für in der Partie von Bayern Bayreuth? Gibt es ein Tor? Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Bayern München. So, Schütze des Tors war Sergio Canales. Da hat er einen Volley vom Aller. Gefährliche Szene. Sterner und Gittel. Gute Parade. Super Parade, kann ich nicht anders sagen. Das war überragend. Ja. Also noch verhindern diese sie das. Kurze Meldung vom anderen Spiel mussten wir leider unterbrechen. Noch verhindert. Es gibt also ein Tor für Bayern München. Sie führen ja, mit 3-1. Naja, es war jetzt klar. Irgendwann, dass es durch ist. Gute Aktion. Ich hätte auch nicht erwartet, dass die Bielefelder die Bayern schlagen. Und die Bayern werden auf jeden Fall wie jedes Jahr Favorit sein. Aber wie gesagt, das einzige Duell in München haben wir gegen die gewonnen. Damals und auch in der dritten Liga mit 2-0 im Pokal. Da haben sie den Ball. Sie holen sich den Ballbesitz. Staphylidis. Staphylidis. Der wird doch nicht. Gegen deine Max-Norwegen. Es wird jetzt hier gewechselt. In die Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Und jetzt vielleicht die Chance. Gibt Ecke. Nee, gibt sogar Freistoß. So, währenddessen kann ich kurz wechseln. Deswegen werden wir das auch tun jetzt. Mal durchwechseln. So. Da hat er den Vorteil abgewartet, aber es wird nichts draus. Also die werden wir jetzt machen. Nee, das wird zu heiß. Das Resultat ist genau das, was sie sich erhofft hatten. Und jetzt sehnen sie nur noch den Schlusspfiff herbei. Nicht wirklich schön für den neutralen Zuschauer, auch nicht für die Heimfans. Und wir hören, dass sie unzufrieden sind. Jedenfalls ist das Spiel mehr oder weniger durch. Der Ballverlust jetzt. Aber vielleicht doch nochmal. Das Zuspiel soll zu Aubameyang. Sie klären. Da ist die Chance. War Mietek. Der da mal durchmarschieren kann. Ecke kommt in die Mitte. Guter Kopfball. Und nächste Chance, Klefisch. Der Ball geht haarscharf drüber, da war viel Pech dabei. Ja, man hat auch der deftigen Pleite gegen Union reagiert. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch. Man hat jetzt hintereinander weg Berlin, also die Hertha und
Aktion. Ist das vielleicht sogar rot? Nee, nee, ah, Schiri. Ja, nein, nein. Kakotalua da. Ja, Kakotalua, gerade eingewechselt, fliegt sogar schon mit glattrot vom Platz. Nur so nebenbei gerade. Das ist der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. Sie holen hier den knappen Sieg. Also nochmal. Nach der Niederlage in der Union ist das hochverdient 0-4 Klatsche. Mit Schicklück die Hertha geschlagen. 2-0. Hier heute durch Unvermögen. 2-1 schon. Und hier mit Unvermögen. Mit hier mit Unvermögen noch. Sieg freuen, sondern auch über das Tor. Nur 2-0 gewonnen. Man hat gemerkt, gut, die rote genau Karte war jetzt bitter unnötig doch am Ende. Hat die Mannschaft, ist aber passiert. Aber man hat die Aufgaben gelöst. Man hat die Punkte mitgenommen. Jetzt die Möglichkeit. Und da treffen sie. Das ist. Ja, Fakt ist, man hat die Aufgabe FCA auswärts gelöst. Hoffenheim liegt in Stuttgart im Derby. Also man hat eigentlich quasi komplett für uns gespielt. Hoffenheim verloren. Wir haben Augsburg jetzt geschlagen. Und stehen jetzt, wenn Leipzig oder noch sein Spiel gewinnt, stehen wir auf Platz 3. Gott, man kommt auch so langsam wieder rein. Die haben ja auch gegen uns so das Unentschieden gespielt. Die waren auch erstmal weg vom Fenster. Nächster Gegner ist morgen das Team, das Team aus der Stadt, die es nicht gibt. Arminia Bielefeld. Und ja, mal gucken, ob wir die dann auch noch schlagen. Aber wie gesagt, das Spiel ist gesperrt. Eine Spielsperre für Kakotolua. Das war klar. Mindestens fällt also damit gegen die Truppe aus aus Bielefeld aus. Naja. Aber da ein gutes Ergebnis holen, den dritten Sieg in Folge, das werden wir dann uns in der nächsten Folge gucken.